spielen wollen. Gerne vor. Das ist ganz korrekt. Das habe ich auch schon seit 2 Tagen angekündigt. Wir machen da kein Versteckspiel. Wann sagt Fries Hansen eigentlich, dass er zum HSV geht, wo wir gerade miteinander sprechen? Das kann sein. Das ist kein Däne. Hamburg liegt etwas näher. Da denkt er heute Abend bestimmt nicht dran. Wir werden ihn nachher fragen. Okay. Aber das sind so die 11. Mit Dugarry, also mit Zidane, 7 und 11. Das sind die beiden besprochenen Spieler. Und dann gucken wir ganz schnell noch, was beim deutschen Rekordmeister an Personal aufgeboten wird. Und Franz Beckenbauer kann sicherlich ein paar Worte dazu sagen. Ja gut, das sind die 11, die mein Vertrauen haben. Die Mannschaft ist gut trainiert, sie ist optimistisch, sie ist motiviert, selbstverständlich. 21 Grad hier in Bordeaux, jetzt sind es immerhin noch 14, 15 Grad. Und dieses Spektakel wird extra geprobt, inszeniert. Animateure waren diese Woche hier, um dieses farbenfrohe Schauspiel für das Finale zu bieten. Das ist Fußball hier im Südwesten Frankreichs in der Provinz Aquitaine. Die ganze Stadt in Rot-Weiß. Und normalerweise FC Bayern. Gibt es Applaus für beide Teams. Manager und der Trainerpräsident oder der Präsidententrainer. Ich weiß, das ist für Uli Hoeneß heute ein ganz besonderer Tag. Seit 1979 ist er Manager des FC Bayern. Damals war er 27 Jahre jung, aber er hat noch keinen internationalen Titel geholt. 20 Jahre ist das inzwischen her, der letzte Titel des FC. Gepfiffen zum zweiten Finale, zum Rückspiel zwischen Girondins de Bordeaux und Bayern München. Parteiische wird dann wieder Frankreich pfeifen, nämlich Frankreich gegen Spanien. Lothar Matthäus sehr weit vor der Abwehr. Mehmet Scholl. Abseitsposition von Klinsmann war das ist eigentlich eine typische Position für Zidane, der Mann mit der Nummer 7. Ecke oder Mauerecke, das fragt sich jetzt auch Oliver Kahn. Mich wundert, dass Zidane bisher noch keine feste Zuordnung bekommen hat im bayerischen Team. Eben bei diesem Konter stand er völlig frei. Eigentlich sollte dieses Dieter frei tun. Goll. Kostadinov. Kostadinov, ein Stürmer, wie sagte Jürgen Klinsmann. Lissarazu, toll gemacht von Markus Babbel. Gute Rettungsaktion, denn in der Mitte war Tolo bereits frei, hatte sich von Helmer gelöst. Selim, Dugarry. Mit dieser Schussstärke hat dieser Mann hier am 19. März AC Mailand besiegt. Aufgepasst FC Bayern. Thomas Helmer war schnell rausgerückt aus der Abwehr. Ein Trick. Sie sehen, wie der Ball flattert. Zu finden ihr Kombinationsspiel. Zidane. Dogon. Tolo. Zweite gute Torchance für Girondins Bordeaux.
Emil Kostadinov, der Mann mit der Nummer 11, hat es natürlich nicht einfach hier in Bordeaux. Erinnern wir uns an 1993. Er war der Mann, der Frankreich mit zwei Toren im Prinzenpark aus der WM-Quali schoss. Witschke. Technisch brillant. Warum hat er keinen Foul gegeben? Wundert sich hier Gernot Rohr. Dugarry. Witschke, das war eine Schwalbe. Man auch abpfeifen können. Eigentlich müssen. Und Dugarry im Nachschuss. Jürgen Klinsmann. Ja, der setzt nach, der ackert. Scholl. Ja! Ich hab's beschrieben. Schießt doch endlich dieses eine Tor. Mehmet Scholl. Ach, tut das gut. Mann, da ist eine Menge Verkrampfung jetzt raus. Haben Sie es gesehen auf der Bayernbank? Puh. Und Ausgangspunkt war Jürgen Klinsmann. Er hatte hier vorne sich den Ball erobert. Toller Trick von Kostadinov. Angetäuschter Schuss von Scholl. Und dann noch abgefälscht von Grossi mit dem Allerwertesten. Aber toll gemacht zuvor von Jürgen Klinsmann, der wirklich nachgesetzt hatte, den Ball zurückgewann. Nicht nachlässig werden. So, bayerische Polonaise und so sind sie, die Politiker. Dugarry. Bancarel. Tolo. Matthäus. Also das macht er immer wieder geschickt. Er ist der Schnellste, er ist der Erste, der sich nach einem abgefangenen Angriff dort hinten rauslöst. Da auf sich. Gute Partie bisher von Kostadinov. So, jetzt aber Mehmet Scholl. Klinsmann. Schade. Ja, das wäre noch was. Wenn Jürgen Klinsmann hier noch ein Tor machen könnte, das wäre Rekord in der Europapokalgeschichte. 15 Treffer in einem Wettbewerb. Kostadinov! Der Mann trifft neuerdings auf eine Art und Weise, wie es zuvor keiner vermutet hat. Das ist sein fünfter Treffer in den letzten 10 Tagen und für die 3 Treffer zuvor hat er 16 Monate gebraucht. Emil Kostadinov, der beste Schachzug, den Franz Beckenbauer aus dem Ärmel geschüttelt hat. Unbewacht, den hatten sie hier nicht auf der Liste bei diesem Tor. 2:0 für der FC Bayern und damit ist alles klar. Der UEFA-Pokalsieger 1996 heißt FC Bayern. Zum ersten Mal haben sich ihren Cup gesichert in diesem Wettbewerb. Und zum ersten Mal in diesem Wettbewerb traf Emil Kostadinov die Wiederentdeckung von Franz Beckenbauer im UEFA Cup-Wettbewerb. Barcelona, durch den Mann, den viele schon nicht mehr auf der Liste haben. Also, Ehrentreffer
Anschlusstreffer und er möge sich nicht drehen, Oliver Kahn. Okay, der war haltbar, dieser Schuss von Daniel Dufiel. Er hat so viele große Sachen gehalten im Europapokal. Da kann ihm auch mal so ein Ball durchaus durch die Arme flutschen. An der Mauer vorbei, Torwart-Ecke, klar, geht auf seine Kappe, aber weg dafür. Bayern führt nach wie vor mit 2:1. Girondin de Bordeaux. Zidane. Sicher den Ball gebunkert, Oliver Kahn. Ransat als Fußball mit einer Sondersendung zum Finale der Bundesliga. Uli Hoeneß wird dort zu Gast sein, Manager Meier aus Dortmund. Und der absolute Rückblick dieser Fußballsaison. Strunz, Klinsmann, und ich habe versprochen, da ist es. Schauen Sie, was der für Spaß hat. Da hat er seinen Rekord. 15. Europapokaltreffer. Damit, und das verdientermaßen, schreibt Jürgen Klinsmann ein Stück Europapokalgeschichte. Der Mann, der selbst komischerweise ganz wenig Titel hat. Aber wir schauen noch mal eben kurz hin. Strunz hatte geschossen, einfach den Oberschenkel dazwischen gehalten. So schlicht und schön kann Fußball sein. Und endlich mal ein solidarisches Freudengefühl beim FC Bayern. 3:1 für die Bayern und Jürgen Klinsmann. Da muss man wirklich mal überlegen, welche Titel hat er eigentlich gewonnen? Bei Monaco hat es nicht geklappt, bei den Tottenham Hotspurs, damals bei Stuttgart nicht. Und bei ihm hat es jetzt auch nicht geklappt. Zidane, obwohl Schusshaltung, Schussausführung wesentlich besser. Letzten zwei Wochen nach der Trennung von Otto Rehhagel. Er wird sicherlich auch erstmal richtig kräftig durchpusten, dass das hier zumindest gelungen ist. Das ist er, der Potz. Da hat sich doch gelohnt, diese Polierarbeit glänzt wunderbar. Rechts neben ihm hätte gern mitgespielt, aber es ging da nicht aufgrund des Muskelfaserrisses, der war noch nicht ausgeheilt. Schluss, aus, vorbei. Endlich hat der FC Bayern wieder einen internationalen Titel. Mensch, Franz, freu dich. Der FC Bayern ist UEFA-Pokalsieger 1996. Dank auch der vielen Tore von Jürgen Klinsmann. 15 Tore im Europapokal. So, jetzt habt euch mal schrecklich lieb. Das war nicht immer so in der Saison. Jetzt zeigt mal große Fußballsolidarität. Der Pokal gehört den Bayern. Große Fußballabende haben wir gesehen, besonders bei den Auswärtsspielen und im Gipfelspiel. Und hier ist er, der Mannschaftskapitän Lothar Matthäus. Ein weiterer Titel in seiner Laufbahn. Spieler sind inzwischen da. Ich habe eben Didier Hamann auf Krücken gesehen, der sich das Band angerissen hat. Alle sind mitgekommen. Große Geste. Jean-Pierre Papin in Frankreich. Es gibt ein Fest heute da. Und es gehört, fair Beifall zu spenden für den neuen Sieger. Das ist große Klasse. So, jetzt her mit dem Pott. Stoiber, ja.